Ja, herzlich willkommen am Oberhafen. Heute bei uns zu Gast Lukas Marx, Audio-Engineer, Music-Producer und Musiker. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Lukas. Vielen Dank für die Einladung. Das Besondere an der Arbeitsweise bei dem Album von Marie war, dass wir versucht haben, so viel wie möglich live aufzunehmen. Das heißt, wir haben den Fokus darauf gelegt, dass die Musiker immer zur gleichen Zeit den Song einspielen und dadurch einfach viel Leben und Echtheit in der Aufnahme lassen. Ich fand es auch toll, dass alle Beteiligten so ein bisschen den Perfektionswahn, den man sonst in einer Produktion häufig hat, ja, so ein bisschen loslassen und sich wirklich auf den Moment einlassen konnten. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, ein paar Jahre. Und ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht, die was mit deiner Entwicklung auch als Tontechniker, aber auch als Musiker zu tun haben. Und was ich so mitbekommen habe in den letzten Jahren ist, da gab es auch, sagen wir mal, innere Kämpfe, vielleicht auch sowas wie Frustration. Und ich finde es auch super, dass du dich bereit erklärt hast, das heute hier mal auch darzulegen. Und diese unterschiedlichen Leidenschaften, die du ja auch hast, also Musik und Audiotechnik und so weiter, das unter einen Hut zu bringen, das hat ja auch ganz viel mit Erfolg zu tun oder mit der Frage nach Erfolg. Und ich wüsste gerne, hat sich für dich der Wert Erfolg im Laufe der letzten Jahre geändert? Und wenn ja, wie? Also ich glaube, dass ich erst in den letzten Jahren überhaupt angefangen habe, für mich so etwas wie Erfolg zu definieren. Also ich habe so das Gefühl, dass ich gerade am Anfang, wie ich nach Berlin gekommen bin, vor 7 Jahren und so angefangen habe, irgendwie in Tonstudios zu arbeiten und die ersten Projekte gemacht habe, dass ich da so einem relativ diffusen Bild von Erfolg auch so hinterhergerannt bin. Also als Musikproduzent muss man halt Stücke irgendwie an Labels bringen und muss irgendwie vielleicht in die Charts. Also das war auch sehr so unreflektiert. Ich hatte da eigentlich erst so, vielleicht sogar erst vor ein paar Jahren die Erkenntnis. Bei mir hing das zum Beispiel damals zusammen, ich war jetzt vor 2 Jahren ein paar Monate in den USA und habe mich dort mit einem Producer, Songwriter aus Amerika getroffen, so zum Mittagessen. So in meinem Alter, hatte auch schon so ein paar kleine Erfolge dort, hat in so einem Team oder arbeitet dort in so einem Songwriting-Team. Und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über die Musikindustrie hier in Berlin, wie ist das irgendwie in Los Angeles. Und haben uns auch gut verstanden. Und am Schluss habe ich ihn einfach mal gefragt, was wäre denn für ihn so das Traumziel als Produzent, Songwriter oder was wäre das Best-Case-Szenario. Und er meinte dann, naja, mein Ziel ist eigentlich in ein paar Jahren 3, 4 andere Songwriter unter mir zu haben, die für mich arbeiten, sodass ich dann gar nicht mehr arbeiten muss und die sozusagen die Jobs für mich machen. Und das war für mich so ein ziemliches Aha-Erlebnis, weil ich gemerkt habe, boah, das ist so weit weg von meiner Definition von Erfolg. Und das fand ich total spannend, dass man quasi im Grunde den gleichen Job macht oder in einem ähnlichen Bereich arbeitet, aber die Definition von Erfolg ist dann doch ganz anders. Und ich für mich habe halt eben dadurch mich auch nochmal intensiver damit beschäftigt und gemerkt, dass wenn ich jetzt sagen würde, was für mich Erfolg bedeutet, würde ich sagen, das sind immer in meinem Job vielleicht so 3 Komponenten, nämlich das künstlerisch was Schönes passiert, dass das zwischenmenschlich in dem Prozess cool ist, dass man irgendwie wertschätzend ist, miteinander respektvoll umgeht und im Idealfall, dass das dann auch noch genug Leute hören wollen, erfolgreich wird und dass irgendwie Menschen damit mit der Musik in Resonanz gehen können. Das ist quasi für mich das Nonplusultra, das zu erreichen. Das ist jetzt zuerst mal unabhängig von irgendeiner Chartplatzierung oder auch von einem sehr großen kommerziellen Erfolg. Ne? Natürlich ist Geld verdienen wichtig und auch ein kommerzieller Erfolg kann sehr befriedigend sein, ist aber nicht meine erste Motivation. Okay, das verstehe ich sofort. Und sag mal, jetzt ist es ja so, dass du ein sehr, zumindest für mich, sehr spezielles Verständnis davon hast, wenn es um künstlerische Prozesse geht und darum geht, so authentisch zu sein, auch als Künstler oder mit den Künstlern im Studio, vielleicht auch für dich als Musiker. Was genau ist dir so bei diesem ganzen Thema Kontext so wichtig und auch warum ist dir das so wichtig?
Ich würde sagen, was mir im Studio relativ wichtig ist oder vielleicht auch generell beim Thema Kunst, oder was mich an Kunst, ob es jetzt bildende Kunst ist, Musik, fasziniert, ist eigentlich der individuelle Blick eines Künstlers oder einer Künstlerin auf die Welt. Okay. Mhm. Das finde ich total spannend. Und was ich halt leider immer öfters erlebe, ist, dass Musiker mehr mit Schablonen ins Studio kommen. Das hat auch damit zu tun, dass man jetzt viel über Playlists hört, über Spotify streamt und das alles auch sehr algorithmusgetrieben ist, ne? Und man irgendwie gucken muss, dass man in ein gewisses Soundbild, in ein gewisses Raster auch passt, damit es auch hochgespült wird und erfolgreich wird. Und das finde ich immer schade, auch wenn ich das verstehen kann, dass man mit Referenzen arbeitet und die auch zur Kommunikation braucht. Aber ich persönlich finde es eigentlich am stärksten, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin es schafft, wirklich den Blick irgendwie nach innen zu richten und bei sich zu bleiben und auch den Mut dann hat, sich vielleicht sogar ein bisschen verletzlich zu machen. Weil ich glaube, dass das am Ende des Tages auch das ist, womit die Hörer am meisten in Resonanz gehen. Wir haben ja bei dem Einspieler vorhin, Marie, das war ein Projekt, da ging es um Depressionen, da hast du auch mit zu tun. Und diese Idee von Verletzlichkeit, die ist etwas, was begegnet dir das oft im Studio mit Künstlern oder ist das etwas, was eher am Rand passiert? Na, ich glaube, im Grunde genommen setzt sich jeder Künstler, jede Künstlerin dem sofort aus, in dem Moment, wo sie oder er auf die Bühne geht oder ins Studio. Zumindest für mein Verständnis, wenn man als Künstler dazu nicht bereit ist, hat man aus meiner Sicht so ein bisschen den Kern der Aufgabe vielleicht sogar verfehlt, ne? Weil ich für mich einfach als Kunstkonsument oder Musikkonsument möchte ja auch irgendwie, ich finde es ja spannend, diesen, wie ich am Anfang gesagt habe, diesen individuellen Blick nachzuvollziehen und zu gucken, interessant, bisher dachte ich, ich empfinde das vielleicht nur so und auf einmal spricht oder singt jemand auch über eine Sache und ich stelle fest, ich bin nicht allein mit dieser Sache. Das ist ja quasi so die Essenz von jedem Liebeslied, dass man irgendwie in seinem Schmerz einmal merkt, es gibt da noch jemand, der es genauso fühlt und er fühlt sich quasi so erkannt und bestätigt oder wie auch immer. Und von daher glaube ich, dass das eigentlich so ein Stück weit die Essenz vielleicht sogar ist von künstlerischem Arbeiten, dass man den Mut hat, nach innen zu gucken und auch den Mut hat, seine individuelle Sichtweise auf die Dinge zu zeigen. Und das hat jetzt gar nichts so sehr mit damit zu tun, dass ich jetzt dann nur mit meiner Akustikgitarre sitze und da irgendwie was erzähle. Das kannst du auch auf Autotune und total inszeniert machen, wenn man jetzt an Trettmann oder so Künstler denkt, was ja zuerst mal sehr artifiziell wirkt, aber für meinen Begriff mich total berührt, weil jetzt im Falle von Trettmann, der es ja total schafft, so seine Welt, wie er aufgewachsen ist in der DDR, der bringt das so mit einem klaren individuellen Blick, dass ich das total spannend finde. Würdest du sagen, dass du als Musiker auch an diesen Ort gehst? Ich versuche es zumindest, ne? Das kann man selber schwer sagen, aber ich habe den Anspruch daran. Okay, gut. Man kann ja sagen, Werte sind immer auch irgendwie Entscheidungskriterien, so, die sich im Laufe der Biografie dann auch abzeichnen. Würdest du sagen, dass deine Entscheidungskriterien sich im Laufe, sagen wir mal, deines Lebens verändert haben? Sind sie dir bewusster geworden? Und ist es dadurch vielleicht auch leichter geworden, Entscheidungen zu treffen? Naja, also mit Werten in der Musikbranche macht man sich das Leben vielleicht auch mal eher schwerer als leichter. Okay. Also wäre ich vielleicht schon ein bisschen weiter, wenn ich da so manchen Wert hinter mir gelassen hätte. Aber es gibt natürlich auch viele Ausnahmen. Ich glaube, dass ich eigentlich angefangen habe in dem Beruf mit einem relativ starken Wertegerüst, so dass ich eigentlich... Ich war total überrascht, als ich hier nach Berlin gekommen bin und man über Projekte gesprochen hat und lass uns was machen. Ja. Dass dann aber irgendwie
oft nichts dabei rumgekommen ist und die Leute halt doch mehr irgendwie gelabert haben als gemacht haben, dann musste ich mich irgendwie zuerst mal drauf einstellen. Mhm. Aber auch natürlich, sag ich mal, jeder, der in einer gewissen Weise sein Hobby zum Beruf macht, was ich ja auch gemacht habe. Ne? Ich habe halt irgendwie angefangen, Musik zu machen aus einer Leidenschaft, habe dann Tontechnik studiert und auf einmal ist man an dem Punkt, wo man sagt, oh, jetzt muss das ja irgendwie auch Kohle bringen. Ja, ja. Und das klingt vielleicht naiv, aber ich glaube, ich habe das tatsächlich unterschätzt. So. Ja, also so in meinen Mid-20ern oder so habe ich das, glaube ich, erst 2-3 Jahre nach dem Studium so realisiert, was ich da quasi auch gemacht habe, dass eben die Menschen, mit denen ich jetzt Musik mache, im Studio, die mich dafür bezahlen oder wie auch immer, dass es, oder mit denen man auch an Projekten einfach arbeitet, dass die ja auch in erster Linie an ihrer Karriere arbeiten und taktieren und irgendwie Hintergedanken haben und dass das ein Business ist und dass dieser ursprünglich quasi reine Gedanke, wir machen zusammen Musik, vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rückt. Es wird natürlich von allen behauptet, dass es hier so ist, aber ich habe viele Situationen erlebt, wo ich im Nachhinein feststellen musste, dass dass es halt dann genauso ein Business ist, wie wenn, keine Ahnung, wenn ich auf der Bank arbeite oder sonst wo. Und da musste ich doch ein paar Mal schlucken. Ne? Ja, okay. Das heißt, da gab es irgend sowas wie eine Werterevision, höre ich so daraus. Also irgendwie hat sich da was verändert. Kannst du sagen, was das genau ist? Naja, also ich kann sagen, dass es mir bis heute schwerfällt, also wirklich an Musik zu arbeiten. Also es geht mir jetzt weniger um tontechnische Arbeiten, das kann ich gut entkoppeln, aber zum Beispiel einen Song zu schreiben, fällt mir sehr schwer in einem reinen handwerklichen Songwriting, wir setzen uns hin und schreiben jetzt einen Song für Künstler XY. Ja. Ich brauche tatsächlich so ein bisschen die Beziehung zu dieser Person. Ich brauche, ich möchte der Person vertrauen. Ich möchte, dass die Person auch mir vertraut und dass wir zusammen irgendwie wieder diesen Blick auf dieses Thema entwickeln. Und daher ist mir das eigentlich fast nicht möglich, wenn diese Vertrauensbasis nicht da ist. Ne? Und ich kenne aber, was auch total legitim ist, es gibt ganz viele Songwriter, die gehen ins Studio und schreiben einen Hammer-Song und verkaufen den dann an irgendjemand. Und das funktioniert auch. Und so sind auch schon ganz viele gute Hits und Songs entstanden. Ich bin an dem Punkt quasi drüber gestolpert, weil ich gemerkt habe, auch irgendwas funktioniert für mich hier nicht. Und ich glaube, es erst so relativ spät für mich rauskristallisiert hat, dass wirkliches Musikmachen braucht für mich einfach einen Kontext von Vertrauen und auch von Menschen, wo ich weiß, die haben jetzt auch das Interesse, da wirklich ein, ich will nicht sagen wahrhaftiges, aber ein etwas zu kreieren, was auch irgendeinen Wert hat. Ne? Aha, okay. Ja. Also jenseits von kommerziellem Erfolg einen Wert hat. Genau. Okay. Ja, und auch der Prozess selber, sich nach etwas nach was anfühlt, wo man irgendwie gern dabei ist, ne? Wo man spürt, da wir kommen jetzt einer Sache wirklich näher. Ich suche jetzt nicht irgendwie eine geile Line, die irgendwie passt, die ich vielleicht so und so auch schon irgendwo anders benutzt habe, aber das funktioniert halt, ist so safe, cool, sondern diese Verletzlichkeit, über die wir ja gesprochen haben, die findet aus meiner Erfahrung auch nur in solchen Kontexten statt. Und wenn dieser Rahmen da ist, bin ich auch total bereit, mich zu öffnen und dann spürt man auch, dass andere sich öffnen und dann entsteht aus meiner Sicht halt wirklich was Wertvolles. Okay. Und deswegen also interessiert mich das rein Handwerkliche, interessiert mich gar nicht so sehr in dem Prozess. Ja, verstehe. Okay, also zwischen zwei Parteien passiert etwas. Ja. Ja, okay. Super. Lukas, vielen Dank für die Einblicke. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Schönen Gruß vom Oberhafen.